Gut, wir gehen mal rein. Die exzentrischen, oftmals brillanten Gnome gelten als eines der sonderbarsten Völker der Welt. Die Gnome sind so versessen darauf, radikal neue Technologien zu entwickeln und explosive Wunderwerke der Ingenieurskunst zu erfinden, dass ihr Überleben an ein Wunder grenzt. Im Lauf der Jahre haben die Gnome geniale Waffen für die erbitterten Schlachten der Großen Allianz gegen die Horde beigesteuert. Die Gnome lebten und gedieh'n in ihrer wundersamen Technostadt Gnome. War der Level schon einer? Und teilten die Rohstoffe der bewaldeten Gipfel von Dunmoroch mit ihren Zwergenvettern. Doch jüngst erhob sich eine barbarische Bedrohung aus dem Erdinneren und erstürmte Gnome Regan. Mit Unterstützung ihrer Zwergenverbündeten kämpften die Gnome tapfer. Danke dir, Blazer, danke dir. Dennoch konnten sie Gnome Regan nicht retten. Überlebenden Gnome flohen in die sichere Zwergenfestung Ironforge. Dort halten sie sich auf. Silvo, danke für deinen YouTube-Sub. Wie ihre Stadt zurückzuerobern sei. Oh mein Gott, der Hype, Leute. Ist es an euch, die Herausforderung anzunehmen und euer ungewöhnliches Volk in eine bessere Zukunft zu führen? Unglaublich, Leute. Wir sind in der Beta. Oh shit, ey. Oh shit. Müssen wir nicht los hier irgendwie, ne? Aber. Vielleicht sind wir auch irgendwann in einem Layer gerade drin, wo keine andere Sau drin ist. Müssen wir mal schauen. Auch wie, ich weiß auch gar nicht genau, wie wir das herausfinden, in welchem Layer wir sind. Müssen wir erstmal herausfinden hier. Auf jeden Fall, ich werde nicht hier in Dunmoroch hochleveln, sondern ich werde quasi direkt zum Nachtelfengebiet gehen. Das können wir eigentlich dann direkt mal machen. Boah, Leute, ne, der Moment, wo man hier ankommt, ne? Ach ja, herrlich. Also allein, ich finde allein die Schatten und das Wasser, ne, machen für mich schon den Hauptunterschied. Das ist so krank einfach. Also das sind natürlich auch die hauptsächlichen Dinge, die sich geändert haben. Aber die machen Level Up übrigens. die machen so einen großen Unterschied schon. Ja. Seid gegrüßt. Moin. Ja, Leute, hier habe ich vor, keine Ahnung wie viele Jahren mittlerweile schon mit WoW angefangen. Echt krank irgendwie, ne? Bei dem Typen. Ich bin ganz Ruhe. Ja, fangen wir doch mal hier ganz entspannt an. Die Nachtsäbler. Ich muss näher ran. Ihr seht, wir haben einen 100er Ping. Dadurch, dass die Server halt in Amerika irgendwo stehen. Aber es geht schon. Ich meine, ich habe damals 2005 auch immer einen 100er Ping gehabt. Spielst du Ali oder Horde First? Ich werde auf jeden Fall nur Ali spielen. Oder meinst du hier auf der Beta? Also in der Beta. Ich werde wahrscheinlich nur Ali spielen. Also dann im August sowieso. Und ich hatte überlegt, auf den Servern hier könnte man Horde gehen. Weil natürlich Peter Prün. danke dir für den Follow. Hier in der Beta könnte man Horde gehen, weil die ganzen größeren Streamer halt überwiegend Allianz sind und dann könnte man die gut ganken. Aber ich glaube, deswegen werde ich das nicht extra machen. Ich hab kein Ziel. Ich war wählen, ja, ich war wählen. Ja. Das ist die richtige Beta hier, Nimus, ja. Ich bin Schurke gerade, ja. Richtig, Faction. Ich werde hier erstmal den Schurken hochleveln und ja, mal gucken. Das ist zu weit entfernt. Ich kann mich halt einfach immer noch nicht entscheiden, ne? Ob Schurke oder Magier. Mal gucken. So, ach so, wir brauchen gar keine Eber mehr. GG, ey.
Guckt jemand von euch Payo zum Beispiel oder Payo? Der spielt ja auf Vorderseite, den werde ich auf jeden Fall ganken gehen, ey. Den finde ich lustig, den Typen, ey. Den gucke ich auch selber manchmal. Er ist echt ein lustiger Typ, ey, ohne Kack. Der ist so geil, ey, ohne Kack, ey. Den kenne ich auch früher noch von verschiedenen Privatservern und so weiter. Der hat, der ist auch so krank, ne? Der hat jahrelang, hat der 100, 200 Zuschauer gehabt und jetzt hat er einen Beta-Key bekommen und ist in Amerika in den, halt immer in den Gruppen dabei gewesen von den größeren Streamern und jetzt hat er irgendwie total viele Viewer. Ich finde es so lustig, ich gönne ihm das so. Also das ist ein sympathischer Typ einfach. Und der labert halt auch nur Müll, ne? Und er ist auch ein Herzblut-Schurke. Da verstehen wir uns gut. Ja. Papa Lauch, danke dir für den Sub. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. So, einen Nachtsäbler brauchen wir noch. Ich bin außer Reichweite. Also den werden wir auf jeden Fall ganken gehen. Auf jeden. Aber nicht so auf Abfuck-Basis so. Ganz entspannt, ne? Mal vorbeischauen so. Wie gesagt, ich weiß halt auch noch nicht genau, wie das abläuft. Ob man einfach so in den Layer von dem anderen rein kann. Oder ob man da irgendwie einen Invite braucht vorher, keine Ahnung. Muss man mal schauen. So. Also die erste Quest haben wir fertig und wir bekommen 100 Ruf, glaube ich. Ja, und Level Up. Sehr schön. Ne, also 100 Ruf auf Level 2 bekommt man hier noch. Genau. Und deswegen machen wir das ja unter anderem auch. Jetzt sollen wir Räudige Nachtsäbler und 7 die Silber können. Okay. Aber wie findet ihr eigentlich diesen Effekt, wenn man hier so durch diese Gräser durchgeht, die so zur Seite wippen? Ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich muss sagen, mir gefällt die neue Grafik auf jeden Fall. Habe ich auch schon in meinem Video heute gesagt, ich finde die neue oder die verbesserte Grafik intensiviert das Feeling von Classic noch. So, was haben wir denn hier? Stohlenheit. Sehr schön. Meucheln. Diebstahl. Level 6, wo wir herkommen, okay. Und dann noch Verstohlenheit binden, habe ich immer auf 1 eigentlich. Das müsste eigentlich Special Action Button 1 sein, ne? Sehr schön, sehr schön. Ja, was war so mein Eindruck heute? War echt angenehm. Es hat sich ganz anders angefühlt als auf den Privatservern. Ja, man hat wieder irgendwie was Sinnvolles getan, hatte ich den Eindruck heute. Und ich glaube, ihr hattet den Eindruck auch. Und war echt entspannt und mir gefällt neue Grafik sehr gut. Mir gefällt die Stabilität gut vom Server. Ich werde den Schurken hier auf 30 hochleveln, danach noch einen Mage auf 30. Dann werden wir mal schauen. Ja, schon krank irgendwie. Gute Nacht.